Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Wir werden jetzt hier ein bisschen Holz machen. Wir haben gerade eine neue Maschine gelegt, zugelegt. Aufgrund der besseren Arbeitseigenschaften. Längere Baumstämme. Zum Beispiel. Hauptsächlich wegen längeren Baumstämme, weil ich dadurch ja entsprechend ein bisschen anders aufladen kann. Der Hänger geht ja weniger gut drauf und der kann 11 Meter machen, vielleicht auch 12, mal sehen. Und wir haben ein paar große hier. Und wenn das Geld reichen würde, würde ich noch einen zweiten Ball kaufen. So, aber das denken wir eher nicht. So, mal gucken, mal Länge einstellen. Ein Meter wäre Katastrophe. Also bis 12 könnte man schneiden. Wir nehmen mal 11. Irgendwie besser und lenkt die auch anders. Naja, das ist Geschmackssache, ne? Meiner Mannschaft hat auch gut gearbeitet, kann man nicht sagen. Aber der konnte nur 8 Meter machen, ne? Das ist halt 17er gab es einen schönen Mod für. Da konnte man sehen, wie lang der Baum war und so. Baumdicke. Vielleicht kommt mal so einer wieder. Laut Forum ist gerade der Test der Karte im Gange. Von daher würde ich mal optimistisch, dass es aber einen Kartenwechsel würde ich gar nicht mal so machen. Wenn ich einen Neustart machen müsste, dann wäre das jetzt im Sommer ungünstig, sagen wir ganz vorsichtig. Weil dann würde die Früchte zurückgestellt werden wegen Season. Und das wäre äußerst ungünstig. Dann würde ich warten bis im Winter. Ich habe deswegen einen mit Ketten genommen, weil das hier ein bisschen bergig sein könnte. Und ist. Macht sie einfach besser. Also ein Komma Diver. Oh, richtiger Tannenbaum, ne? Also die selbst gepflanzten Bäume waren richtig groß. Das dauert aber 7 Jahre, glaube ich.
Oder 5. Ich meine, das ist ja auch unrealistisch, ne? Im Baum wächst normalerweise ganz anders. Man sagte allgemein, ein Generation-Dings da. Also ohne Opa für die Enkel so ungefähr. Oh, einer ist fertig. Alle beide, was hat abgesprochen hier? Muss ich doch so machen. Den lassen wir stehen. Obwohl, das wird nicht reichen. Der war ja schon nicht voll. Aber wir machen den nächsten. So. Fahren wir mal zurück. Richtung auffüllen und dann. Aber nur Richtung. Wir füllen den noch nicht auf. Das können wir in aller Ruhe machen. Noch anders machen, sonst also dauert so lange. Und den müssen wir aufhören. Gleich wieder löschen, hauptsächlich. Wir fahren ja von vorne her. Wer blödst, wenn wir nach hinten fahren? Ja, die Sonnenblumen wachsen schön. Ich denke mal, wir haben auch schönes Geld verdienen hier mit Sonnenblumen. Ja, Produktion können wir hier groß nicht machen, weil wir im Grunde nicht verkaufen können. Weil man muss ja auch Verkaufsstationen haben. Und das haben wir hier nicht. Grund ist auch nicht so tragisch. Wir haben auch so genug zu tun. Von der Felder her. Und Produktion bin ich sowieso nicht der große Freund zu, aber ein bisschen Abwechslung wäre da, ne? Der Dünger, was wir haben. Ja, 16%, das geht noch. Füllen wir auf und dann geht das los. Ja, das ist Folge Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich wünsche allen schönen Samstag. Nee, Quatsch. Nicht Samstag. Das wäre dann Montag, nee, Dienstag. Mit Dienstag. Ha. Wie gesagt, mit dem Rhythmus ist wieder. Der alte sollte wieder drin sein. Ja, Dünger geht schon rein. Gut, das reicht auch noch fürs Gras noch, ne? Tonnen allerdings. Naja, das mal stimmt. Jetzt fahren wir auf Feld 38 und dann können wir dann gleich
Naja, gleich nicht, aber wir können alle in Ruhe vorbereiten für den nächsten Arbeitsgang. Können wir hier so ab. Schauen wir mal kurz, was die Messwerte sagen. So, Sonnenblumen 70% Wachstum, 13% Feuchtigkeit. Oh, was anderes ist, weiß ich. Wo muss ich mal mit durchlesen? Sprinten wir mal ein bisschen. Unser Weizenfeld sagt, oder Gerste, wir hier sind. Also das stimmt so mal nicht. Landfläche ist mal 8, kommt hin, aber 4. Ist eher um die 14 Hektar hier, aber 15. Prozent. Ah, das muss Dünger sein. 100%. Achso, Wachstum 33%. Oh. Feuchtigkeit nur 6. Hm, naja. Also wegen Unkraut machen wir jetzt keinen Korb, das sind nur punktuelle. Da bist du ja mehr im Fahren als du. Kann natürlich sein, dass Unkraut im nächsten Mal mehr wird. Und dann muss man sich was überlegen. Aber da sehe ich aktuell keine Notwendigkeit. Wir machen mit Holz. Das ist mit wichtiger. Ein bisschen Geld verdienen. Düngen kostet Geld. Wenn das extrem wäre, also eine ganze Fläche wäre oder sehr viel Fläche wäre, würde man sagen, okay, lassen wir einmal rüberfahren. Aber das ist in dem Fall nicht notwendig. Wird sie nicht rentieren. Also der Aufwand ist gegenüber dem Verlust, würde ich mal sagen, wird sie nicht rechnen lassen. Kann natürlich sein, dass die Unkraut in der nächsten Zeit, wenn man das nicht macht, jetzt bekämpft, im nächsten Mal ein bisschen mehr wird. Und von Mal zu Mal mehr. Aber das werden wir sehen, wie es passiert. Also da. Da heißt abwarten. Was kostet eigentlich ein kleiner Stück Wald? Die müssen ja irgendwie wieder Holz mit Geld, mit Holz Geld verdienen. Das heißt, ja, das wäre die Landgut, also mal allgemein, das ist unsere Fläche. Dafür würden wir kriegen 490.000. Aber verkaufen würde ich nicht. Das ist ein bisschen größer Wald. Das Geld haben wir nicht. Das wäre so ein kleiner Wald, das können wir noch leisten. Es gibt mehrere so eine kleinen Wälder, die man sich dann zulegen kann. Oh. Aber noch haben wir genug Holz. Viel höher hier, ne?
kurz vor 18 Uhr, 3:46. Mal schauen. Müssen wir 3 Fahrten noch machen, dann wäre es 29 Uhr ungefähr. Noch nicht ganz. Ja, bin hoch abgesägt. Ist mir blöd, wenn du so hoch absägst wegen der. Wegen Wegfahren. Allgemein wegen. Aber wenn ein Harvester hier zu arbeiten ist, wenn er hoch ist, kommt man schlecht ran. Weil er dann Stumpen im Weg steht. So, haben wir heute wieder gut geschafft. Und mit der Arbeit fertig soweit, ne? Feldmäßig. So. Dass wir Holz haben, ne? Wie gesagt, das Nachpflanzen ist auch wichtig. Und die Stumpen halt auch wegfräsen. Das muss halt sein. Kurze Bäume. Man sieht nicht so viel mit einem kurzen Baum. So lange kriegst du mehr. Einfach mehr Holz, ne? Bloß kein KI-Verkehr fährt. Sonst wäre eine dauernde Tut-Tut gewesen hier. Sommer! So dicht daran kommen wir nicht. Ich hab einen Stuhl. Der linke Arm ist schon ganz schön gestreckt. Ob da mit VR-Brille gehen würde? Der, mein Haken bei ist ja nur, dass man die Tastatur da nicht mehr sieht. Und mein Gas vom Lenkrad, da kann man ja erahnen, ne? Aber den Rest sieht man da nicht mehr. Also denke mal, ist nicht möglich. Oder macht keinen Sinn. Auch wegen der Zeit zum Beispiel. Wie oft habe ich den Timer vergessen? Heute noch nicht. Super falls. Oh, Stumpen hier. So, liebe Freunde, der Landwirt hat das Haus für heute gewesen sein. Dann seid mal Schüsse und Winke-Winke. Und ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ciao, tschüss.